Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu mir. Und da ist leer und alles ist jetzt hier drin in dem Häuschen, in unserem, sagen wir mal, vorläufigen oder nicht bloß vorläufigen. Ich denke mal, das wird so ein Zwischenlager bleiben für den Anfang von Minecraft jetzt und der ganzen Let's Play-Staffel. Wie gesagt, in dem Bereich habe ich jetzt vor, die nächsten Folgen hier eine Industrialkraftanlage mit ein klein wenig Automatisierung, das heißt, dass bestimmte Dinge automatisch sind, am Anfang zu bauen. Die grundlegende Frage, die wo ich jetzt erstmal gleich am Anfang, jetzt schaue ich mal da rein, ich glaube, da habe ich alles leer, jawohl. Das heißt, ich komme gleich zurück zu dem, was ich sagen wollte. Da unten habe ich das Holz drin. Auch richtig, hier ist das Holz für ein paar Stäbchen. Die waren da oben aber noch der Rest. Und hier habe ich unten das Eisen einsortiert. So, die grundlegende Frage ist ganz einfach die erstmal. Ich möchte ja euch wieder diese ganze Welt, da wo ich drauf baue, geben, damit ihr drauf weiterspielen könnt. Soll diese Anlage, die wo jetzt gebaut wird, da hinten drum kommt noch ein kleines Räumchen, damit man da so das ein oder andere sieht vom Stromleitung oder sonst was. Sollen wir so lang warten, bis ich das Paket euch gebe? Oder aber zur Folge 25, wie ich es vorhabe, egal wie weit ich bin, euch als Anhang in der Video Beschreibung anhängen. Das ist erstmal die Frage, die dürft ihr ja folgen, weil zu dieser Folge wird es garantiert nicht fertig. Und wir wollen aber jetzt loslegen, dass wir das Ganze machen. Und dann verzähle ich noch das ein oder andere nebenher. Das heißt, 58 haben wir mal von dem. Das ist 1, 2, 1, 2, weil da unten fehlt uns ja jede Menge, so wie ich die Sachlage sehe, eine Schaufel. Es kommt daher noch eine Schaufel, machen wir mal zwei. Dann kommt hier eine Piki-Paki-Axt. So, und dann machen wir uns doch auch gleich nochmal eine. Das ist jetzt die Axt, das eine war die Spitzhacke. Gleich auch zwei Stück. Und dann wollen wir gleich loslegen. So, hier kommt die Leitung rüber und dann muss hier rein diese Leitung. Das heißt, hier verschwindet. Ach, egal, das können wir nachher holen. Zack, zack. Hier runter geht. Oder hier kommt ein Anschluss mit einer Pipe aus Stein. Und die muss hier unten durch. So, das ist das eine. Das geht hierher. So, und damit ich hier auch immer wieder rein und raus komme, machen wir das mal so vorerst. Und das gleiche Spiel soll auch hier kommen. Das heißt, hier mache ich das auch mal so weg. Hier wird dann der Stein und das Glas hineintransportiert. So, das machen wir weg. Das auch. Das war jetzt dann und das da unten auch. Zack, 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 alles raus hier und hier machen wir uns auch mal noch einen Aufgang. Was ich benötige, bevor wir hier loslegen, sind, habe ich das, nein, das ist nicht hier, das ist hier die restlichen Fackeln, die ich habe. Dann werde ich mir aber mal kurzerhand das so machen und das Eisen mal hier raus, daneben und das hier, das Holz kommt oben drauf und zack. So, jetzt haben wir genug Fackeln, damit wir auch ein wenig Licht haben. Gehen wir so rum rein und dann kann ich nebenher noch ein wenig verzielen. So, dem einen oder anderen ist vielleicht meine Art, wie ich das Let's Play mache, zu langweilig, weil er gerne noch die Mods hätte, die wo natürlich noch neuer sind und mit dem und mit das. Die Mods sind bei mir alle im Modpaket und kommen schon zur rechten Zeit auch dran. Warum und wieso ich das Ganze noch nicht jetzt schon einbaue, hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man anfängt,
Mit Minecraft zu spielen, hat man auch nicht die Rohstoffe, die man benötigt. Zum einen baue ich auch bestimmte Sachen ein bisschen schöner und klatsche sie nicht nur hin, damit jetzt nur ruckzuck irgendwelche, jetzt muss ich zählen, 1, 2, 3, 4, irgendwelche Industrie, halt, das brauche ich gar nicht wegmachen, nur hier, so, weg am Boden. Nur damit irgendwelche Industrie ganz schnell hochgezogen werden kann. Im Verlauf des ganzen Let's Plays werden wir natürlich sämtliche Mods auch mit benutzen in irgendeiner Art und Weise. Nur, ich sag mir, das soll irgendwie als Information für alle sein, dass sie ein klein bisschen das nachbauen können, wenn sie ihre eigene Welt bauen. Dann wird man bitte. Nee, interessant. Nee, der Unde. Ich bin gerade beim Überlegen. Nee, wir machen es ganz schön. Wir machen es ganz schön. Und tun hier unten drunter Steine. Das war dann. Nee, Quatsch, nicht hier oben. Hier unten habe ich die. Die nehmen wir mal alle mit, weil die benötigen wir auch. So. Ich habe hier, Hannen, jetzt eine Reihe rausgezogen. Das hat den Grund. Hier unten liegt ja nachher unser Stromkabel für die Industrialmaschinen. Und deswegen gleich mal ein klein bisschen das Ganze schon vorbereitet, dass das Ganze optisch, man schaut zwar sowieso nie drunter, etwas schöner aussieht. So, da kommt auch wieder ein Stein. Dann machen wir es gleich so. Zack. Oh, Zinn. Oh, kaputt. So. So, und jetzt tun wir ganz interessant. Ne, kommen wir mal dahin. Jawohl. Und jetzt kommen da dann noch die Slobodobas her. Ja, so schön müsste ich eigentlich in Stellen machen, wo man gar nicht mehr sieht später oder nur noch teilweise sieht, nicht machen, aber wir machen es ausnahmsweise mal so, dass es ein klein bisschen schöner aussieht. So, ne, das lasse ich noch offen, genauso wie das. Jetzt gehen wir hier hinten rein und machen da weiter. Das heißt, hier hoch kommen gleich die Steinchen wieder. Das ist unser Nebenraum, wo dann die. Ja, das war richtig. Ich habe mich gerade gefragt, ob das richtig ist, was ich hier mache. Ich hoffe mal, dass es richtig ist. Ich weiß es noch gar nicht, weil an manchen Stellen. Nee, da machen wir mal vorsichtshalber einen in der Mitte. Da kann kein Zombie oder Creepy oder sonst irgendwas drin spawnen. Und jetzt mache ich aber euch gleich auch etwas Licht. Das heißt, einmal hier und einmal hier setzen wir gleich hin. Jetzt müsste da genug Licht sein. Und jetzt legen wir mal los. Erde weg. Drei hoch und eins rüber. Dann haben wir wieder gedacht, ich lasse euch mal wieder ein bisschen teilhaben auch an den ganzen Vorbereitungen, die wo eigentlich auch sind, wenn man irgendwas bauen oder machen möchte. So. Und das hat sich halt auch, wenn man so ein Räumchen braucht, indem ich dann später die Strom, den, die Strom, die Strom, wieder an Deutsch, wo ich heute habe, wieder unter aller Kanone. Also den Strom von den verschiedenen Industrial Dingen sammeln möchte. Das heißt, auf dem Dach habe ich normalerweise vor, nicht normalerweise, sondern das habe ich vor, den Solarpanels zu machen und auch vielleicht ein oder zwei Windmühlen, die bringen uns zwar nicht viel, aber nur damit wir sie halt dabei haben, weil sie zum Mod gehören. Und hier oben brauche ich gar nicht runter machen, weil es ist direkt hier oben ist der Boden, wo wir drauf laufen können, wenn wir außerhalb vom Haus sind. So, zack, zack. Jetzt geht's hier weiter. Zack, 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 zack. Oh ja. Bisschen
bisschen schneller geht's nicht, sorry. Ich bin schon schnell, aber nicht schnell genug, so wie es aussieht. So, und zack, und zack. So, und das alles wieder zusammensammeln. Gib Gas. Mal sehen, ob ich mit dem Sandstein noch irgendetwas... Ach, wieso mache ich den wieder weg? Der kann da bleiben. Der ist ja hier in der Ecke drin, wo eh niemand etwas sieht. So, hier hoch. Und jetzt machen wir hier wieder ganz schnell dicht. So, und zack. Und jetzt haben wir wieder hier eine Fackel. Und jetzt müsste doch eigentlich nach Adam Riese kurz noch eins, zwei. Dann müsste man eigentlich vorne, da habe ich wieder Sandstein sein an der, ja, das sehen wir schon, an der Mauer, wo der Gang nach links geht. So, zack, zack, zack. Also kommt hier wieder die Pixäxt. So, Erde hätte man natürlich. Und wieder habe ich es weggemacht. Ich Oberbottel. Zack, zack, das brauchen wir nicht. So, und jetzt kommt wieder hier oben der Stein. So, und das Ganze zu. Dann machen wir mal das mit da. Und hopp. Unnötig. Das wäre auch gerade unnötig. So, nicht jetzt haben wir, gehen auch in der Mitte rein. So, zzt. Schön. Und hier machen wir den Sand raus. Ja, Sandstein. So, und auch zack, zack. Lampeli. Eins. Oh, zwei. Okay. Wir sind nicht symmetrisch. Wir hätten noch eine weiter rüber müssen, dann hätte das Ganze besser ausgesehen. Aber es ist wurscht. So. Es ist Nacht und beim Nacht geht man ganz schnell, dass es nicht anfängt zu regnen, auch ins Bettchen. Schnarch, 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 schnarch. Und weiter geht's mit dem Ganzen drum und dran. Ja. Ich habe ein kleines Problem. Sehe ich gerade? Nee, habe ich doch nicht. Machen wir weiter. Das war jetzt das. Das war richtig. Das hätte ich nicht zumachen dürfen, denn hier muss das hier eh komplett weg. So. Und hier drüben haben wir es soweit. Das ist so weg. So. Und jetzt können wir mal überlegen. Das eine kommt in der Mitte von 6. Das heißt, Abtransport, hier möchte ich das eine, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Das andere kommt, moin, den zweiten hier. 1, 2, 3, 4, also macht es normalerweise nichts aus. Wir können hierher, so, hierher. Und jetzt hier soll schon einmal auf alle Fälle eine neue Maschine hin. Sortieren wir uns mal das hier raus, Sand. Da unten soll das Fertige rein. Und dann tun wir uns hier oben, ich habe das zwar in einer anderen Kiste drin, der Sand, aber hier tun wir uns mal den normalen Sand hinein. Die Erde, da haben wir Zinn. So, Sandstein. Die Dinge brauchen wir später. Da haben wir auch bloß noch 29 Stück. Fackeln tun wir hierher. Dann können wir jetzt loslegen mit IC2. Und zwar Items. Items, Industrialkraft, nur auswählen, jawohl. Benötigen tun wir einen Low-Voltage-Transformator. Ein Linksklick drauf zeigt uns, was wir hier brauchen. Wir brauchen also Kupfer, Holz und Kabel. Die Kabel habe ich hier oben schon mal. Dann haben wir das Holz, das Weiße, das haben wir schon hier. Und der Kupfer ist da unten in der Kiste. So. Und das war wie folgt. Es war, glaube ich, dreimal Kupfer. Oben und unten ein Kabel. Das Kabel tun wir hierher. Und viermal Holz. Und schon haben wir unsere
unseren Low-Voltage-Transformator. Wir benötigen noch schnell... Ach, das ist falsch, was ich da mache. Da brauche ich noch ein paar Kabel, die tun mir auch gleich raus. Wir brauchen noch... Ich weiß gar nicht, ist die dann... Ne, die ist normal. Sehr schön. Eine Türe. Und die Türe, zack, hüpf. Die machen wir uns mal hier rein. So. Oh, so gefällt mir es nicht. Weil von außen laufen wir vorbei und ich gehe mal davon aus, dass wir hier drin keine Krieger haben. So rum ist das schöner. So, jawohl. Sieht es feiner aus. Und die können am Aufstehen, sonst müssen wir immer hin und her rennen. Solange wir hier rumbauen. Und jetzt der Low Voltage. Halt, erstmal die Maschine gucken. Die Maschinen, wo ich drüben abgebaut habe. Das ist ein Geothermal, wo wir fertig haben. Einen Maserator. Dann haben wir eine elektrische Funatze und eine Extraktor. So. Hierher kommt jetzt eine elektrische Eisenfunatze. Und zwar will ich den hierher machen. Das heißt, das kommt weg. Und hier unten kommt normalerweise dann, zack. Das heißt, hier muss auch nochmal raus. Wupp. Und wenn es nur von oben kann man das dann sehen. Ne, man kann es nicht sehen. Hier kommt, zack, das hier. Und diese Maschine braucht hin und her und hin und her und vor und zurück. Redstone-Fackel. Ich könnte das Ganze jetzt auch mit Wireless Receiver schon machen, hier unten drin. Hat aber den Grund, ich möchte das noch nicht einsetzen, wenn der ein oder andere auch später mal mit einem Server spielen möchte, dann weiß er nicht die ID von hier unten drunter, die wo ich vergeben habe. Und deswegen jetzt im Moment noch nicht. Ich bin auch noch beim Überlegen, wie ich das denn anstelle, dass ich das dem einen oder anderen mitteile oder wie ich das am dümmsten dann mache. Ich habe also noch gar keine Ahnung. Die elektrische kommt hier, ich brauche bloß bis hierher. So. Erstmal so, bis hierher. Jetzt müsste hier drauf die elektrische Funatze kommen. So. Dreh dich rum, so ist es fein. Hier kommt der elektrische Funatze. Und dann benötigen wir hier unbedingt jetzt sofort einen Berg voll Stein. Stein, Stein, Stein haben wir hier unten. Ja. Stein und Glas haben wir jetzt noch hier. Das setze ich um auf die andere Seite. Und jetzt machen wir das so. Das heißt, Glas, glaube ich, in der Mitte war das und Stein rechts und links. Gibt 8 mal Steinpipes. Okay, sind 64 Stück, war ein bisschen übertrieben. Ein bisschen viel übertrieben mit den 64 Stück. Und wo habe ich es jetzt wieder? Wieder in der Kiste gelassen. Oh, hier waren nicht die Pipes, sondern hier eine Holzpipe. Warum eine Holzpipe? Ganz einfach. Hopf. Die Holzpipe muss natürlich hinten an den elektrischen Funatze, damit uns das Redstone Engine das dann auch herauszieht. Wenn ich die jetzt da hinten hinmache, seitlich gehe, dann fängt die Redstone Engine an zu laufen. So, die pumpt uns sozusagen die fertigen Dinge aus der Maschine. Und ich möchte jetzt... Scheiße, baut. Ich möchte jetzt hier unten wieder Sandstein. Hier unten möchte ich wieder Sandstein rein. So, hier kommt der Sandstein rein und hier kommt wieder die Dings hin. Ja, okay. Und weil man das hier so sieht, soll ich so lassen. Ich glaube, ich lasse das Ganze so, man sieht sowieso nicht viel. Als nächstes kommt hier unsere Stein. Und auch hier unten eine Stein, sowie hier eine Stein, damit sie an die Kiste geht, wo das Material rein soll. Und dann läuft hier unten, so, die Pipe zu der Kiste, damit dort, ups, das war ungewollt, du kommst wieder weg. Ach so, dann fallst du auch wieder da hinunter. Ah, so, jetzt komme ich da wieder nicht raus und da nicht durch. Ja, also das weg und hier hoch. Jetzt haben wir schon einmal, und das wollte ich bis zu diesem Punkt, wollte ich das machen, die erste Maschine eigentlich ohne Strom. Nein, haben wir nicht. Hier muss noch einmal Stein hin.
Jetzt geht's hier raus, geht hier durch und läuft zu unserer ersten Kiste hier unten. Und da kommt dann der Stein, das soll also hier gemacht werden mit dem Sand. Wenn wir jedes Mal, das nehmen wir mal, das ist ein Trichter oder auch Hopper genannt, den stelle ich auch noch drauf, bevor ich Schluss mache, hier oben drauf. Jetzt, wenn wir hier Sand und Stein reinlegen, also diesen Pflasterstein und den Sand, dann wird er automatisch gebrannt und geht dann über diese Pipe in diese Kiste und dann wird hier das Stein gesammelt, machen wir mal schnell so, und auch das Glas gesammelt. So. Aber jetzt würde ich sagen, für diese Folge war es erstmal genug. In der nächsten Folge werden wir hier weitermachen mit den Maschinen. Und ich lasse mir mal einfallen, wie ich das provisorisch mit dem Geothermal in Betrieb schmeißen kann, damit man das auch sieht, wie das dann hier läuft. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Olli.